Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe mir heute eine kleine Aufgabe gesetzt und zwar möchte ich eine Weihnachtskarte machen in 6 Minuten. Und habe mir aber gedacht, ich teste das jetzt erstmal in Ruhe aus. Also ich möchte es nicht total hudelig angehen lassen und deswegen schauen wir einfach mal, wie es sich entwickelt und ob ich es schaffe, in 6 Minuten eine Karte zu basteln. Zuerst möchte ich euch aber mal zeigen, wie ich auf die Idee gekommen bin und was ich mir noch so überlegt habe. Und starten möchte ich mit der Karte, die der Ideengeber für diese Challenge war, sozusagen, oder für diese Kartenform, die ich daraus gemacht habe. Und zwar habe ich beim Teamgeist diese wunderschöne Karte zugeschickt bekommen. Teamgeist ist eine Aktion, wo meine Teammitglieder und ich euch Karten zeigen zu einem Thema und wir hatten Weihnachtskarten als Thema. Wenn das Video schon online ist, verlinke ich es euch hier oben, ansonsten kommt es jetzt bald. Und da habe ich von der lieben Pepe diese wunderschöne Karte bekommen. Das ist so eine Seekarte, also die kann man auch so hinstellen. So sieht die ganze Karte von ihr aus. Wunderschön gemacht. Hier hat man auch Platz für Grüße. Könnte man auch hier mehr Grüße machen. Das zeige ich euch nachher gleich noch. Die Pepe hat hier hinten noch ein Kuvert reingebaut. Also man kann das auch als Gutscheinkarte machen. Ein Kuvert hier hinten reinbasteln mit so einer kleinen süßen Lasche. Und hier findet ihr die Pepe. Ich habe mir gedacht, die Karte gefällt mir total gut und hatte da noch eine Idee, wie man die Karte noch verändern kann. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich daraus erstmal Weihnachtskarten gemacht. Und ich habe hier in den Hintergrund, ich glaube, das sieht man eigentlich ganz gut, noch ein Pergamentpapier gesetzt. Das fand ich irgendwie noch ganz schick und edel und habe mir gedacht, so hat man im Prinzip die gleiche Kartenform. Man kann es auch so aufstellen und hat hier noch ein bisschen der Verlängerung. Und man könnte natürlich auch, gerade weil das Pergamentpapier ist, wenn man ein elektrisches Teelicht hat, das noch in den Hintergrund stellen und hat hier noch so einen kleinen Durchschimmereffekt. Gerade an Weihnachten ist es doch schön, wenn man eine schöne Karte bekommt, wenn man die noch ein bisschen aufstellen kann, am Fensterbrett oder auf einem Regal und da schimmert es dann mit einem kleinen Teelicht so schön hinten durch, elektrisch natürlich. Genau, also so sieht die Karte aus. Vielleicht auch so die Farben ein bisschen anders mit Blütenrosa als Mattung, fand ich jetzt ganz toll. Und von den Sprüchen hat man auch viel Platz. Also man kann es auch so machen, dass man eben Namen und Grüße noch hinschreibt und oder man nutzt die Fläche dann gleich, zeige ich euch das noch, mit mehr Platz zum Schreiben für mehr Grüße oder hinten drauf kann man auch noch was schreiben. Also wenn ihr sagt, das wäre mir zu viel Grußfläche, zu wenig Grußfläche, könnt ihr die hinten natürlich noch ein Papier draufkleben und dann noch viel reinschreiben. Genau. Das ist so die erste Idee. Dann die nächste Idee sieht so aus. Dazu erkläre ich euch gleich noch was. Und die dritte sieht so aus. Die ist noch ein kleines bisschen aufwendiger, weil hier habe ich gestanzt mit diesen Stanzformen, die diesen kleinen Löchlein haben. Das gehört zu dem Stempelset Lichterzauber. Und das macht sich natürlich auch sehr gut. Also wenn ihr es ein bisschen schneller haben wollt, dann stanzt es ihr mit der Handstanze aus und ein bisschen mehr aufwendig, dann könnt ihr es auch so machen und könnt natürlich auch andere Sachen hier draufkleben, die mehr Stanzung haben oder mehr Bestickung oder so. Aber ich wollte ja eine Möglichkeit finden, eine Karte sehr schnell zu basteln. Und so eine kleine Feinheit habe ich hier noch reingemacht. Vielleicht seht ihr das auch. Fällt nicht gleich auf den ersten Blick auf, aber es hier unten noch so schöne Abrundungen. Das finde ich macht sich auch noch ganz gut. Also, ich werde in diesem Video heute mit ein bisschen einem älteren Stempelset stempeln, weil ich die Sprüche so schön finde. Und bei mir ging das Stempelset unter. Ich habe das erst wiedergefunden. Es ist das weihnachtliche Grüße-Set. Das ist älter, da habe ich eben diesen runden Stempel und diesen Stempel rausgenommen. Falls ihr das im Schrank habt, könnt ihr es natürlich nehmen. Falls nicht und ihr sagt, ich möchte aber nur mit einem Stempelset basteln, dann würde ich euch das Lichterzauber empfehlen. Das hat diese Bestellnummer und mit diesem Stempelset habe ich diese Karte gestaltet. Also das Herz kommt nach Hause, ist von hier vorne. Dieser Spruch ist dieser hier und dieser Spruch hier ist so gerade da drauf gegangen, ist dieser hier oben. Weihnachten ist, wenn in aller Welt Lichterzauber die Herzen erhält. Also ihr könnt die ganze Karte mit einem Stempelset machen. Und was ich hier noch reingestempelt habe, nee, wo habe ich es gestempelt? Doch, doch, hier. Ich habe hier noch den Glitzerspruch drauf gemacht. Der wäre aus dem Set Allerbeste Grüße, falls ihr das sucht. Das ist dieser schöne Stempel. Und der hat diese Bestellnummer und das Set gibt es auch noch. Von dem her werdet ihr auch gerüstet, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt nicht, habe keine, möchte nicht diese alten Stempel da verwenden oder so. Genau. Und wie gesagt, also für die Geschwindigkeit vom Video habe ich hier einfach eine Handstanze benutzt. Genau. Und was ich hier noch benutzt habe, was auch ein bisschen älter ist, ist diese Zweigstanze. Wir machen es aber im Video einfach nur mit der anderen Stanze, die es noch gibt.
Also ihr seid dann, habt dann alles. Das Einzige, genau, was ich noch sagen wollte, ist, die Sterne gibt es nicht mehr. Das ist eine ganz alte kleine Mini-Stanze, die ich dauerhaft im Einsatz habe, würde ich sagen. Also die kommt immer wieder raus und die ist leider nicht mehr im Sortiment, aber man könnte natürlich auch Glitzersteine hinsetzen oder was ausstanzen mit der Stanzmaschine oder wie auch immer. Nochmal ein Zweigchen machen oder so von dieser Zweigstanze. Genau. Und jetzt wollte ich euch aber einfach noch eine andere Idee zeigen, weil im Moment ist bei mir Juni, wenn ich das Video aufnehme. Und da war ich irgendwie noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung und habe mir gedacht, ich mache auch noch eine schöne Dankeskarte. Und die ist natürlich ein bisschen farbenfroher gestaltet. Das wäre jetzt diese Kartenidee hier. Vielen Dank aus diesem Herzen. Hier habe ich so gemacht, dass ich mir mein Designerpapier quasi selber gestempelt habe. Da habe ich auch ein altes Stempelset benutzt und auch die Farben. Also der Hintergrund ist Petrol. Das ist auch eine alte Farbe. Ihr seht, ich greife da immer wieder zurück auf meine alten Schätze. Genau, hier wieder ausgestanzt. Und was hier die Feinheit und das Besondere auch ist, ist zum Beispiel hier im Hintergrund, das Pergamentpapier ist embossed. Und das könntet ihr natürlich auch super zu der Weihnachtskarte machen. Also es würde sich auch bei der Weihnachtskarte total anbieten, dass man hier noch was draufstempelt, entweder mit Weiß und sehr gut trocknen lässt oder eben auch mit Weiß embossed. Das hier war schon in so einem Set, also das war schon fertig. Das hat sich hier super angeboten. Und das gleiche habe ich hier nochmal gemacht, also auch das Designerpapier selber gestempelt. Hier ist nur der Spruch in der Mitte noch ein bisschen robuster. Genau, also als Dankeskartenidee oder Sommerkartenidee, Hochzeitsidee, Geburtstagsidee könnt ihr das natürlich auch super verwenden und dann nur die Sprüche austauschen. Ich wollte einfach, dass ihr noch ein paar Ideen mehr bekommt. Und bevor wir das Video starten, würde ich euch wie immer alle Materialien reinhalten und vorab schon mal sagen, 6 Minuten schaffen wir nur, wenn wir die Sachen vorher zuschneiden. Deswegen habe ich das alles schon zugeschnitten, zeige ich euch gleich in Ruhe noch die Maße und dann versuchen wir unser Experiment, ob wir das hinkriegen in 6 Minuten, ob ich das schaffe. Genau. Also was ich benutze, als erstes mal noch zum Papier. Ich habe hier in den Hintergrund das schimmernd schön Spezialpapier benutzt. Das ist diese Bestellnummer. Das ist dieses Glitzerpapier mit dunklerem Gold und hellerem Gold. Als Designerpapier benutze ich jetzt die Schlittenfahrt im Schnee. Das hat diese Bestellnummer und das hat wirklich tolle Papiere. Gab es eben jetzt ganz neu im Juni, deswegen benutze ich das auch. Und ich nehme wahrscheinlich noch ein Reststück in Espresso für die Dekoration. Und meine Hauptpapiere lege ich euch jetzt hier mal hin, die erkläre ich euch jetzt mal eben schnell. Ich lege die mal alle so auf die Seite, dann könntet ihr auch ein Pausebild machen. Und habt alle Maße auf einen Blick. Und auch alle Bestellnummern in diesem Fall. Ich habe die hier heute gleich mal hingeschrieben. Ich mache eine Grundkarte. Diesen Farbkarton habe ich mir schon zugeschnitten. Das ist Savanne. Hier oben ist immer die Bestellnummer. Der hat jetzt das Maß 28 x 20 cm. Wir falzen und schneiden uns den gleich zu. Dann haben wir 2 Karten aus einem A4-Papier. Natürlich könntet ihr die Karte auch mit so einem ganz normalen A4-Bogen machen. Dann schneidet ihr diese beiden Kanten nicht ab. Aber ich mag das immer nicht, weil das immer so blöde Maße sind. Und das kann ich mir dann immer, weiß ich nicht, mag ich nicht so gern. Ich mag das immer mit meinen 13,5 und so. Das ist halt einfach meins. Ich habe hier eine Mattung in Blütenrosa, wieder die Bestellnummer und die Maße 13,5 mal 9,5 und 13,5 mal 4,5. Ein Designerpapier mit dem Maß 13 mal 9 und 13 mal 4 cm. Immer aufpassen, wenn ihr so ein Verlauf habt, dass das dann auch passt. Aber ihr kürzt euch das eigentlich in der Höhe auf 13 und dann könnt ihr die Streifen schneiden. Bleibt nur ein kleiner Rest übrig. Ein grundweißes Papier in 13 mal 4 cm. Und ein Stück Pergament in dem Maß 13,5 mal 9,5 cm. Okay, also ich starte jetzt wirklich den Timer. Ich lege das nur ein bisschen weiter weg, damit ich das Getacker nicht so gut höre. Und würde sagen, wir versuchen jetzt unsere Karte in 6 Minuten und los geht's! Ich nehme jetzt die kurze Seite und falze mir das Ganze bei 5 cm. Dann drehe ich mir mein Papier einmal auf den Bauch und falze es mir nochmal bei 10 cm. Und dann schneide ich mir mein Papier einmal bei dem langen Seite durch bei 14 cm. Und eins muss ich noch beachten, dass ich im Bild bin. So bekomme ich 2 Karten aus meinem großen Bogen. Wir brauchen jetzt nur eine. Und die falze ich mir jetzt gleich mal nach. Einmal in der Mitte und dann knicke ich mir das andere noch so rüber.
Die Bergfalz muss innen rein. Immer die Bergfalz innen rein. Und dann fangen wir gleich an mit Zusammenkleben. Ich starte mit der Mattung und Flüssigkleber. Der sollte voll sein, dass man nicht so lange schütteln muss. Zumindest fürs Video, gell? Wenn ihr das zu Hause bastelt, dann braucht ihr das nicht so hässlich machen. Okay, einmal das Große hier auf die Seite und das Kleinere in Blütenrosa in die Mitte. Und immer gucken, dass ihr einen schönen Rahmen habt. Und dann nehmen wir auch gleich das Designerpapier, das Große. Kleben das hier rechts drauf. Sieht total süß aus mit dem kleinen Rehlein. Dann haben wir noch unser Pergamentpapier. Da schnapp ich mir jetzt meine Trio-Stanze und mache mir an einer Seite oben und unten diese schöne Umrandung rein. Wahrscheinlich hätte ich es umdrehen müssen, aber das geht so auch. Ich habe es jetzt immer so gemacht. Und klebe mir jetzt hier auf die eine Seite mit einem leichten Rand noch das zweite Designerpapier auf. Das schmalere. So sieht das Ganze jetzt aus. Und auf der Rückseite, genau da, wo das Papier oben drüber geht, kann ich jetzt schön Kleber anbringen, dass man nachher nicht sieht. Dann mache ich mir die Karte zu und klebe mir das hier noch so drauf. Und jetzt, wichtig, orientiere ich mich hier an der Seite, an meinen ganzen Linien, dass es wirklich schön aufeinander passt. Dann habe ich hier eine schöne Umrandung und hier ist nichts zu viel oder zu wenig. Man hat hier oben diese kleinen süßen Spitzen. Okay, weitermachen, nicht hudeln und nicht trödeln. Jetzt wird gestempelt. Ich nehme jetzt als Stempelfarbe Espresso. Brauche einmal den Spruch Alles Gute. Einmal den großen, langen, schmalen Spruch. Der kommt jetzt hoffentlich schön mittig hier drauf. Passt. Und noch den Glitzerspruch. Da wollte ich euch auch noch was sagen, genau zu dem Glitzerspruch. Dann nehme ich jetzt nämlich eine alte Stanze, aber ich zeige euch gleich noch die Alternative im Katalog. Dann die Kreisstanze. Und wenn ich gerade am Stanzen bin, nehme ich mir noch ein Reststück in Espresso und die Zweigstanze und stanze mir das noch aus. Einen großen Kreis brauchen wir noch in Gold. Also ihr seht schon, man muss sich das alles parat legen. Und drei Sternchen. Hoffentlich macht das meine kleine süße Stanze mit, das dicke Papier. So, und jetzt bauen wir noch den Rest zusammen. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Einmal der Gruß kommt in die Mitte rein. Dieses große Etikett mache ich mit Abstandskleber drauf und das kleine Runde auch. Ich klebe das, mache das jetzt hier oben hin, weil hier unten wäre das Bambi, sonst das wollen wir natürlich nicht überkleben. Und das hier klebe ich mir nur an einer Seite ein bisschen Kleber an, dass ich hier nicht im Hintergrund dann den Kleber habe, aber dass es trotzdem gut hebt. Und dann nehme ich mir noch Mini-Klebepunkte für meine Sternlein. Das mache ich jetzt auch ein bisschen weiter runter, weil da oben ist der Spruch, dann kann der noch so ein bisschen durchschimmern. Dann noch die Zweige. Ach, beim Zweig habe ich vergessen, dann mache ich es immer noch so, dass ich mir hier
diese Blattrillen sozusagen noch ein bisschen mit dem Falzbein nachziehe, dann sieht es noch schöner aus. Man kann das auch noch ein bisschen knicken, wenn man möchte. Und hier mache ich es auch so, wenn ich das anklebe, dass ich diese Klebepunkte zwischen mein weißes und mein glitzerndes Papier klebe. Dann hat man auf jeden Fall hinten keinen Kleber irgendwo zum Sehen. Nur den von den kleinen Sternchen und das passt. Und jetzt muss ich Stopp drücken und sagen, meine Karte ist fertig in 6 Minuten und 6 Sekunden. Puh. Also wirklich geschafft, glaube ich, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Ich finde sie auf jeden Fall total schön. Ich finde dieses Designerpapier so toll und das passt so gut mit dem Blütenrosa zusammen. Also ich sage es euch ganz ehrlich, das ist total anstrengend und ich würde das einfach nicht machen, weil Basteln ist einfach eine Sache für gemütliche Leute, glaube ich. Also was Gemütliches und was Angenehmes und was zum Runterfahren. Und wenn man da so angespannt ist, weil man das in 5 oder 6 Minuten schaffen will, dann ja, es ist auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung, aber nichts, was man immer machen sollte. Nichtsdestotrotz, wenn ihr auf der Suche nach einer schnellen Karte seid, die trotzdem wunderschön ist und auch ein bisschen was hermacht, finde ich gerade mit dem Pergamentpapier gefällt es mir richtig gut. Wenn man jetzt bedenkt, dass man da vielleicht noch eine Kerze in den Hintergrund stellt, dann könnt ihr diese Karte wunderbar basteln. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Idee, so grundsätzlich. Jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie das wäre, wenn ihr jetzt nicht diese große Stanze hättet. Diese große Stanze gibt es nämlich leider nicht mehr. Und zwar als Alternative für diese große Stanze könntet ihr auch super, ich stanze mir das aus und lege mir das dann immer auf den Katalog und dann sehe ich, ob das von der Größe passen würde. Würde also genau reingehen, der Spruch, diese Stanze dekorativer Kreis benutzen. Das hätte diese Bestellnummer, wäre super möglich, dass ihr da den großen Text reinkriegt. Und die Zweige haben diese Bestellnummer, sind gleich nebenan. Und wenn ich schon dabei bin bei den Bestellnummern, dann halte ich euch auch noch die Trio-Stanze rein. Das ist diese hier. Die hat diese Bestellnummer. Also das wären die drei Stanzen, die ich benutzt habe. Wie gesagt, die einzige Stanze, die es nicht mehr gibt, ist dieser kleine Stern. Wenn ihr den nicht habt, dann könntet ihr ja vielleicht auch Perlen, Glitzersteine oder was anderes, kleines, ein Herzchen oder irgendwas hinmachen. Vielleicht habt ihr da ja auch noch was. Aber so habt ihr die Möglichkeit, diese wunderschöne Karte zu gestalten. Ich bedanke mich jetzt auf alle Fälle ganz herzlich fürs Zuschauen. Vergesst nicht, dass ihr das auch im Sommer basteln könnt, diese tolle Karte. Und ich wollte mich auch noch ganz herzlich bei der Pepe bedanken für diese wunderschöne Kartenidee. Hier im Hintergrund sogar noch geprägt. Auch im Hintergrund hier ist noch geprägt die kleine Tasche, total schön gemacht. Vielen, vielen Dank für diese großartige Idee. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Wie gesagt, man schafft es in 6 Minuten, wenn alles hergerichtet ist. Ihr habt gesehen, bei mir war die Stempelfarbe zum Beispiel schon offen. Die Stanzen hergerichtet und die Stempel aufgezogen, also und zugeschnitten. Das müsst ihr alles machen, dann schafft ihr es in 6 Minuten. Aber wie gesagt, das ist ja nicht das Maß aller Dinge. Es war jetzt nur eine Aufgabe für mich, ob ich es schaffe oder nicht. Und ja, ich würde sagen, bestanden. Aber ich bastel lieber in Ruhe und erkläre es schön und ruhig und das ist eher meins. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, da freue ich mich sehr drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat oder ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!